Russland stellt die Frage auf Leben und Tod. Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten, nannte die Erweiterung der NATO im Osten eine Frage von Leben und Tod für Russland. Er forderte dazu auf, den notwendigen Optimismus für bevorstehende Gespräche zu wahren. Die Erweiterung der NATO auf solche Staaten wie der Ukraine und andere Staaten der ehemaligen Sowjetunion ist für Russland eine Frage von Leben und Tod, meinte der Pressesprecher Putins während des TV-Formats Moskau Kreml Putin. Für die USA ist es völlig uninteressant, ob es Russland gefällt oder nicht gefällt, dass sich die NATO im Osten ausweitet. Die Allianz arbeitet aktiv an den russischen Grenzen und liefert über Griechenland und andere Linien ihre Technik an die russische Grenze. Natürlich möchte man jedes Mal emotional auf all diese lautstarken Verleumdungen und Verlautbarungen reagieren. Aber es ist notwendig zu wissen, dass, wenn sich die Diplomaten hinter verschlossenen Türen zusammensetzen, dort ganz andere Gespräche stattfinden. Diese sind sehr sachlich, sehr ruhig und ausgewogen, erzählte Peskow.